Okay. Mein Text trägt den Titel Meister Yoda und Chuck Norris auf dem Oktoberfest. Meister Yoda hat sich auf dem Oktoberfest mit Chuck Norris verabredet, um die bevorstehenden Dreharbeiten zum neuen Action-Fantasy-Blockbuster Roundhouse-Ass-Kicking on Tatooine zu besprechen. Als Yoda am Treffpunkt ankommt, stürmen die zahlreichen Fans nur so an, um Unterschriften zu erhaschen, Interviews zu führen und Fotos von und mit ihm machen zu dürfen. Der ein oder andere Fan fleht Yoda sogar an, um ihm Streicheleinheiten verpassen und mindestens eine Minute lang mit ihm schmusen zu dürfen. Yoda willigt ein, reduziert die Schmusezeit jedoch auf maximal 15 Sekunden. Selbstverständlich nimmt er sich Zeit und setzt sich mit all dem pflichtbewusst auseinander. Doch als ihm plötzlich einer der Fans eine Anti-Aging-Creme in guter Absicht schenken möchte, eskaliert Yoda ein wenig und drängt die gesamte Fanmasse mit seinen Jedi-Kräften zurück. Er wäre nicht so eingeschnappt gewesen, hätte ihm bereits zuvor nicht schon ein anderer Fan eine Anti-Falten-Creme von Oil of Olas geschenkt. Da hatte Yoda noch ein Auge qualvoll für zudrücken können. Nach unzählbaren Unterschriftvergaben, Fotoshootings, Interviews, Streichel- und Schmuseeinheiten, Schminkutensilien und Visagistenberatungen findet es Yoda natürlich echt beschissen von Chuck Norris, dass er immer noch nicht eingetrudelt ist. Obwohl Yoda genau weiß, dass die Pünktlichkeit sehr großen Schiss vor Chuck Norris hat. Inzwischen sitzt Yoda allein an einem Tisch und kippt sich ein Bier nach dem anderen, indem er eine unpenetrierbare Schutzhülle um sich herum aufgebaut hat, dank seiner Jedi-Kräfte schaffen es keine weiteren besoffenen fanatischen Fanatiker mehr zu ihm durchzudringen und ihn zu stören, außer natürlich die Kellnerinnen, die lässt er gerne passieren. Sogar bei einem derartig disziplinierten und pflichtbewussten alten Weisen wie Meister Yoda führen eine Übermenge an Promille zu unflätigem und anstandslosem Verhalten, wie es sich in folgender Szene zeigt. Die Kellnerin fragt ihn, ob er noch ein Bier haben möchte, und er entgegnet ihr daraufhin: Baby, du sehen willst, wie Laserschwert mein zischt. Sie antwortet darauf: Nein, dafür habe ich leider keine Zeit. Ich Zeit anhalten kann. Wäre besser, wenn du die Geduld meines Chefs anhalten könntest. Ich einen längeren hab als Darth Vader. Zischt er denn auch besser als der bei Darth Vader? Du aufpassen, ich demonstriere. Yoda holt in relativ angetrunkenem Zustand sein Laserschwert heraus und positioniert es posehaft vor seinem Genitalbereich, drückt den Knopf und es zischt. Es zischt so sehr, dass sogar übel riechender Rauch aufsteigt, und zwar einfach nur deshalb, weil Yoda versehentlich den Schwertgriff verkehrt rumgehalten hat. Nachdem er vor lauter Schmerzen ein paar Minuten im Koma gelegen hat, wacht er auf und sieht, wie mehrere Fans vor der Schutzbarriere versuchen, seine Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie rumhüpfend ein Buch mit erhobenen Händen hochhalten. Yoda kneift die alten Augen unter größter Anstrengung zusammen und... Wo war ich denn jetzt? Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Genau, unter größter Anstrengung, um den Titel des Buches zu entziffern. Potenztipps für kleinwüchsige alte Knacker von anderen Planeten. Die Kellnerin, die immer noch innerhalb der Schutzbarriere auf ihn aufpasst, gibt ihm einen Schluck Bier und sagt: Du hast mich auf alle Fälle davon überzeugt, dass Darth Vader definitiv niemals ein derartiges Zischen erzeugen könnte. Du nur deine Witze mach, Frau! Auf Tatooine ich eine Hausärztin habe, die mir wieder flicken kann, das, was ich mir vorhin weggezischt vorhin habe. Und die drei Möpse sogar hat. Langsam fühlt sich die Kellnerin belästigt vom mächtigen Macho-Man Yoda und ergreift die Flucht. Doch sie kann die von Yoda erschaffene Schutzhülle nicht verlassen, weil er sie nicht passieren lässt. Kaum versucht er sich an die Kellnerin ranzumachen, schwinden seine Jedi-Kräfte und die Schutzbarriere löst sich auf. Yodas letzte Energiereserven sind fast aufgebraucht. Die Kellnerin flüchtet und Yoda ruft ihr zu: Baby, deine Nummer ich noch nicht habe. Plötzlich stürmen aus der Richtung, in die die Kellnerin verschwunden ist, 5 2 Meter große Security-Schränke mit dermaßen gebräunter und gehüllter Haut, dass Yoda darin sogar auf Entfernung seine Falten gespiegelt sehen kann. Hinzu kommen noch mehrere besoffene Star Wars-hassende Individuen, die sich pöbelnd und schwankend aus allen Richtungen den Security-Kanten anschließen und dem kleinen armen Yoda ebenfalls ans Leder wollen. Er sieht sich nun in einer brenzligen Situation und denkt sich: Scheiße, das ist! Nun muss er handeln. Seinen verbliebenen kleinen Rest an Jedi-Power nutzt er nun dazu, um einen benachbarten, nicht weit entfernten Tisch mit telekinetischer Kraft auf die 5 Security-Kanten zu schleudern, um sie auf diese Weise unschädlich zu machen. Allerdings ist Yoda eine Kleinigkeit entgangen. An dem Tisch, den er eben mit voller Wucht gegen die 5 großen Spaßbremsen schleuderte, saß die gesamte Bloodhound-Gang, mitsamt 20 bis zum Rand gefüllten Kannen. Sehr verständlich, dass diese nun dementsprechend verärgert reagiert, auch wenn es sich beim Übeltäter um einen kleinen grün-weißen Rentner aus der Galaxie handelt. Mittlerweile hat Yoda nun ein ganzes Pack besoffener Star-Wars-Hater, 5 maximal pigmentierte Sicherheitskräfte und die ganze Bloodhound-Gang am Arsch. Doch unser alter kleiner Freund gibt nicht auf. Er greift nun rasch zu seinem Laserschwert, drückt den Knopf und es zischt kein Lichtsäbel heraus. Das Akku ist leer.
Yoda hat es vergessen, bei der Anreise aufzuladen. Als Buße dafür bekommt er einen derartig harten Tritt von einem der alkoholisierten, feindseligen Partygäste, dass er im hohen Bogen mitten in den Ausschnitt einer der Kellnerinnen reinfliegt, die zuvor ca. 10 gefüllte große Bierkrüge auf ihren Möpsen transportierte. Das gesamte Bier zerbricht auf dem Boden und nur Yodas Füße ragen aus dem Dirndl-Ausschnitt heraus. Schade um das Bier, doch Yoda ist zu beneiden. Die Kellnerin zieht Yoda schockiert an den Füßen aus ihrem Ausschnitt und er sagt ihr dann: Baby, hier meine Nummer, du hast. Daraufhin schleudert sie ihn wie einen überdimensionierten Tennisball mit grünen Schlackerohren wieder in die Richtung, aus der er angeflogen kam. Schmerzvoll landet der arme Yoda wieder vor den Füßen der Oktoberfest-Terroristen und weicht einen weiteren Tritt von einem der Halunken elegant aus. Nun sieht er sich gezwungen, sich alternativen Verteidigungsmethoden bedienen zu müssen, wie seiner mentalen und telepathischen Fähigkeit, die er sofort einsetzt. Unter konzentrierender Konzentration konzentriert sich Yoda auf die Schwachstelle der Feinde, das Gehirn. Doch der Versuch, Kontrolle über die Gehirne der Gauner zu erlangen, misslingt, da diese dermaßen alkoholisiert und aufgeweicht sind, dass selbst Uri Geller sich lieber eingesoffen hätte, anstatt es weiterhin zu versuchen. Langsam verzweifelt Meister Yoda an seiner misslichen Lage und muss verbittert feststellen, dass es einfacher wäre, 10 Darth Vader gleichzeitig zu besiegen, als ein paar besoffene Oktoberfest-Unruhestifter. Kaum denkt sich Yoda, sein letztes Stündlein hätte geschlagen, passiert das Unerwartete. Chuck Norris erscheint und eilt Yoda zu Hilfe. Wo du gewesen bist? Lange Geschichte, Yoda, erzähle ich dir gleich bei einem oder 20 Bierchen. Nun schweig und werde Zeuge meiner neu erlernten Fähigkeit. Chuck lässt seine Hosen runter und fängt auf satanische Art und Weise an, mit seinem Penis zu wedeln. Dadurch erzeugt er einen Wirbelsturm, einen Tornado und einen Tsunami zugleich, was in einer verheerenden Landschaftskatastrophe resultiert. Es fliegen sogar lauter Kühe durch die Gegend. Diese tragen jedoch Dirndl und haben Zöpfe. Da ist der Twist aus Amerika ein Furz im Wind dagegen. Alles, was vom Oktoberfest übrig bleibt, ist ein Zelt, ein Tisch, 2 Bänke, eine Kellnerin und ein Barkeeper und selbstverständlich das ganze Bier. Denn all das hatte Chuck Norris vorher in Sicherheit gebracht, um für sich und Yoda einen angenehmen Abend zu sichern. So setzen sich die beiden Helden an den verbliebenen Tisch auf ihre verbliebenen Bänke und rufen die einzig verbliebene Kellnerin zu sich und bestellen ihr Bier. Schockiert starrt Yoda Chuck an, mit weit offenem Mund, herausquellenden Glubschern und 2 grünen Schlackerohren, so steif wie ein bestimmtes Geschlechtsorgan bei Jürgen Drees, als er das allererste Mal Ramona erblickte. Chuck, wie zum Geier du sowas gelernt hast? Yoda, ich musste vorhin im Wald kacken. Als ich meine Hose runtergelassen und meinen ersten Furz abgelassen hatte, merkte ich sofort, dass ich damit ca. 2 Hektar Waldfläche hinter mir in Brand gesetzt hatte. Das war nicht so schön. Ich musste mir etwas einfallen lassen. Mit heruntergelassener Hose und Feuer unterm Arsch musste ich improvisieren. Glücklicherweise war meine Blase noch zur Hälfte gefüllt. Und so richtete ich meine Urinkanone in eine diagonale Position auf und entfesselte einen Wasserstrahl, der sich gewaschen hat. Dabei knickten die Bäume zwar um, doch immerhin war dann 1 Hektar Waldfläche vor dem Brand gerettet. Wäre meine Blase vollständig gefüllt gewesen, hätte es auch für das verbliebene Hektar ausgereicht. So fiel mir hat nichts Besseres ein, als das, was du vorhin miterleben durftest. Das war übrigens auch der Grund, warum ich zu spät gekommen bin. Warum du einfach nicht gepustet hast? Yoda, das wäre genauso aussichtslos wie du beim Grammatikunterricht. Denn die Atemluft war von Feuer erstickt. Doch das machte nichts, jedoch war die Luft auch von meinem eigenen Methangas verseucht und das war für mich natürlich sehr tödlich, da es von mir selbst stammte. Die Kellnerin kommt an und stellt das Bier auf den Tisch, ein Glas für Yoda, 10 Krüge für Chuck Norris. Yoda bezahlt ganz normal sein Bier, Chuck wird ganz normal von der Kellnerin bezahlt. Anschließend bringt er sie dazu, das ihm gebrachte Bier selbst auszutrinken. Als sie alle 10 Krüge in sich hineinkippt, packt er sie und trinkt aus der Kellnerin. Sowohl oben als auch unten rum. Danach lässt er einen Rülpser los, der die Erde erbeben lässt und geht dann auch zum Grund des Zusammentreffens über. So, Yoda, nun zu den Dreharbeiten für unseren gemeinsamen Film Roundhouse Ass-Kicking on Tatooine. Ich habe es bereits unserem Regisseur Uwe Boll verklickert und er willigte ein. Also will ich es auch dir nochmal verklickern, um eines klarzustellen. Wenn du während dem gesamten Film deinen berühmten Spruch Möge die Macht mit dir sein, um Anderson, möge Chuck Norris mit dir sein, sehe ich keinerlei Probleme darin, mich mit dir verfilmen zu lassen. Du sie ja wohl nicht mehr alle hast, das eine Beleidigung für mich ist. Ich verzichte, ihr euch jemand anderen sucht, das ausrichten, du kannst auch Uwe Boll. So haben unsere beiden Helden sich zerstritten und es ist aus diesem Grund auch nie zu einem Film mit diesen beiden Protagonisten herausgekommen.